So, ich singe erstmal 20 meiner wertesten Lieder runter. Von Katze Klobis, es gibt Reis über Fitzefatze und Mensch. Klavier gespielt heute. Ich setze mich mal hier hin. Ja, ich habe mich auch gar nicht besonders vorbereitet heute für diesen schönen Tag. Hier ist ja mein Feiertag und erst einmal vielen Dank an euch, auch persönlich, an jede Einzelne, jeden Einzelnen, dass ich hier sein muss. Und der Abend wird circa bis 0.30 Uhr 2 Uhr gehen. Wenn so vorheriges Schissen. Hast hier das sind mit Technik was in Ordnung? Und ich hab Name an Seite geschrieben. Ah, ich. Da drüber hinweg. Jetzt. Scheint mit dem Mikrofon zu sein. Dem Zusammenhang weiß man nicht die einzelnen Worte. Ist im Zusammenhang gerissen, wenn so ein Satz. Jetzt hin. Ah. So. Ah, jetzt geht's wieder. Scheint wieder zu gehen. War gerade kaputt. Mikrofon kaputt. Schon oft gehabt. Und es gehört wahrscheinlich mit zu meinem Leben. So eine Spezialkonstruktion. Die habe ich vor über 20 Jahren gekauft. Das war damals eine absolute Neuheit. Ein Mikrofonständer. Zeige ich mal meinen ersten Gag, mit dem ich angefangen habe, Leute zu begeistern und somit auch meinen Lebensunterhalt. Punkt. Ich bin kein Freund von vielen Worten, greif zu. Das war so einer der ersten Auftragsarbeiten. So, ich spiele erstmal ein Lied auf der Gitarre.
Du denkst, du bist frei. 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 Denkst, du bist frei. Du denkst, du bist frei. Doch du bist nur ein Ei. Beethoven kommen wir später zu. Hier. Habe ich gefunden am Strand von Waikiki. Ich dachte, was ist denn das? Was glänzt denn da so in der Sonne? Und dann habe ich mir das angeschaut. Ich bin da hingegangen, habe das sogar aufgehoben. Dann habe ich gedacht, was ist denn das? Vielleicht eine versteinerte Qualle oder etwas Ähnliches. Dann bin ich damit zum Augenarzt gegangen. Hab dann dort die fachkundliche Bescheinigung bekommen für 10 umgerechnet Euro ungefähr. Und der hat dann also eine Untersuchung gemacht mit einem Mikroskop und hat herausgefunden, das war von einem, also die Kontaktlinse von einem Wal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spiele ein Lied auf dem Klavier. Ich singe dabei, ich begleite mich selbst ja auf dem Klavier. Ich muss hier mal ein bisschen rumfuhrwerken, weil ich es ablehne, moderne Technik zu unterstützen. Ja, Fitze, Fitze, Fatze, 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 Fitze, Fitze, Fatze. Braucht man eigentlich gar nicht zu singen. Text kennt er, glaube ich. Bist du einmal traurig auf der Welt, sing Fitze Fatze, wie es dir gefällt. Dann kommen Freunde von alleine, sie singen alle mit dir. Fitze Fatze. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze. Jetzt kommt eine etwas kompliziertere Stelle. Da hätte ich gern, dass alle so machen. Hui. Also nochmal. Hui. Super. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze. Und plötzlich zu Ende das Lied. Ja. Wollt ihr noch mal Hui? Ja, los, mach. Noch mal. Nur auch dir hinten in den ganz billigen, die eingeladenen Spießbürger. Entschuldigung, Entschuldigung. 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 Establishment. Ja, Leute. Mir ist auf jeden Fall nicht langweilig.
schönen Lappen habe ich dabei, ist ja immer schön. Den habe ich mir machen lassen. Hier kann man einmal schauen, eine herrliche Stickerei. Schauen Sie bitte einmal. Ja. Das ist Samt und Seide und Sonders. Ja, hier. Der 12-jährige Bub. Cola, dürft ihr denn schon Cola trinken? Hier vorne? Das habe ich mir machen lassen. Das ist, wenn ich in die Sauna gehe, halte ich mir das hier vor. Der Neid ist ja so schlimm auf der Welt. Die meisten Menschen sind neidig. Das liegt daran, dass sie dem anderen nicht das gönnen, was sie selber haben. Ich tue das wieder weg. Wie das alles hier eng ist. Liebe Gemeinde, Erklär. Euch. Zu Mann und Frau an und Frau an und Frau an. Nein. So, war es nicht gemeint. Nein. Wir sind zusammengekommen, ins zusammengekommen. Hier. So. Ich wollte gestern Rasen mähen, doch das Wetter war nicht schön. Da ließ ich es doch lieber sein und ging bei mir in den Keller rein. Die anderen Teile singe ich später im Laufe des Abends.
Bin ich müde. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich hätte gern einen Viertelpfund Fleischwurst, aber von Gurke. Das gibt es nicht. Wie, verstehen Sie nicht? Wie Fleischwurst von der Gurke? Ja, ich bin Vegetarier. Ich möchte gerne kein Tier. Ach so, dann nehmen Sie doch was anderes. Was denn? Na, Tofu, beispielsweise, Tofu. Dann Tofu. Ein Tofu. Hier ist der Tofu. Da. Danke. Tschüss. Hey, 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 hey. Freundchen. Wie ist denn mit der Bezahlung? Aha. Entschuldigung, habe ich vergessen. Na, da hat die Geschichte aber noch einen guten Abschluss gekriegt. Spiel aus dem Erzgebirge einen Blues. Von morgens bis abends, von abends bis morgens hab ich den Blues. Hab'n Erzgebirger Menschenschnitzer Blues. Ab von der Abgeler, mir wird auch nicht wohler, ich habe den Blues. Hab'n Menschenschnitzer Blues. Ich schnitz mir in den Finger. Ich schnitz mir in den Sack. Kartoffel, der neben mir auf dem Boden steht. Die Kartoffeln sind unbrauchbar. Ich mach ne kleine Pause, ich trink dabei ne Brause. Hab'n Erzgebirger Menschenschnitzer Blues. Instrumental. Da hat die Welt noch nicht gesehen, glaube ich. Ruhe jetzt! Was soll der Krach? Ich mich einmal nicht beherrscht und schon wird geklatscht. So, ich singe noch ein anderes Lied. Keine Tapeten an den Wänden und kein Teppich auf dem Boden. Nur einfacher Belag, Brot ohne Butter, das reicht mir für ein Leben mit dir hier in Bonn. Über uns der blaue Himmel und keine Kohlen im Ofen. Nur ein Bett aus Stroh
das reicht mir für ein Leben mit dir hier in Bonn. Und ich nehme die Gitarre und ich spiele einen Akkord, spiele eine Melodie, die Melodie trägt uns fort. Lippen begegnen sich, Hände berühren sich, wir sind zur Liebe geboren. Entschuldigung. Und vor dem Traualtar ist noch ein Plätzchen frei. Lecker Plätzchen. Die Musik brachte uns zusammen. Sie brachte uns auch wieder auseinander. Du lasst Freundin, ich Jerry Cotton, es hatte keinen Sinn. El amigo te la santo, don Masato. Pido que sea poco rasaria, poco ríos, la verdad. Debo decir que la santa de Siriana es progresaria. Perfí a poco la santa de rasaria. E per un pulizia municipale dite e cultura a fondo le si cazzo le boccia le era fossa le c'hai al suo perché ne era obbligato e se porto le o e la fuca sempre ubrea a ricordarsi le sempre fuzzare se la stessa grata o son una gnusen usuc. San Sruno Saine Johanna Sine Sine Singenü Sine Singenü Joch. Aus der ehemaligen DDR. Soll ein Teddy sein. Die Mutter selbst gemacht. Mit Fantasie, ne? Wenn man nicht weiß, wie ein Teddy aussieht. Dafür ist sie ganz gut getroffen, ne? Stehen Sie ihn. Ich fange nochmal an. Da stehen Sie in zweier Reihen vor der Pommesbude. Mit doppelt Mayonnaise. Aber im Schälchen, junge Frau. Wow, 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 wow. Yeah. Ah, hier. Danke. Nächste.
ich hätte gerne eine Curryfrikadelle mit Pommes. Zum hier essen, zum hier essen an dem Fass. Ein Sturm kommt auf. Es regnet. Hey du, meine Frikadelle ist nass. Haben Sie einen Föhn? Und sie kommt mit dem Föhn von der Seite. Haben Sie Milch? Nur Haarmilch. Das ist mir ganz egal. Bitte sehr, sie ist von gestern. Ich bin ein Mensch. Da.
Dankeschön. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige, intelligente Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige, reguläre Katze froh. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh und ihre Schwester. Macht die intelligente Katze froh. Eine Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen. Ich stelle ihr was hin. Sie isst es auf. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo. Katzenklo, macht die richtige, reguläre Katze froh. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Hängt ein Meisenknödel. In der Tanne, die ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen. Schade.
hab da gedacht, ich wäre tot, ne? Ich hole mal eben meinen Hut. Das ist mein Lieblingshut, den habe ich mir selbst geformt. Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen. Und er zeigt uns. Ich fühle mich beobachtet, aber ich mache trotzdem weiter. Und er zeigt uns ganz stolz seinen Nachwuchs. Sie krakehlen laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt den Kindern Würmer, doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann, dass für dich nichts übrig bleiben kann. Denn die Kinder wollen essen, hier in Bonn und in Essen. Und der Meiser fliegt durch die Welt. Kleiner Meisenmann, dass du den Wurm nicht mit nach Hause nehmen kannst. Ich bin schon in der Geschichte schon etwas weiter. Da gemerkt, dass ich Text gar nicht gesungen und dann doch weiter angefangen habe und einfach vorausgesetzt habe, dass ihr den Text kanntet. Und auch das Lied und den Schluss. Ah, ich habe noch eine schöne Idee, ein Lied, was wir singen können. Naja, dann ist egal, dann gehe ich hier wieder hin. Ich sah dich im Hausflur liegen, Brief, oh yes. Ich sah dich im Hausflur liegen, Brief, doch mein Name stand nicht drauf, sondern der eines anderen. Wieder nicht gemeint. Wieder nicht gemeint. Ich war wieder nicht gemeint. Meine Anschrift
gefiel wohl dem Absender nicht. Und ich warte auf die Post. Ich warte auf die Post. Ja, ich warte auf die Post. Sie kommt täglich, außer sonntags. Ich warte auf die Post. Ja, ich warte auf die Post. Da ist sie, doch der Brief ist nicht für mich. Er ist für den anderen. Dieses Schwein. Ich will auch mal Post. Ich will auch mal Post. Ich schreib mir selbst eine Party. Ah, endlich ist das abgefahren. Und die Herren Postminister, sie sollen einmal einsehen, schreib mir einen Brief, oh yeah, wie sie alle da sitzen in ihren Büros. Sollen sie doch dicke Autos fahren? Ohne mich. Ich mach da nicht mehr mit. Ich fahr ein Meter breites Auto. Ja, nachdem ich meine großen Erfolge bereits schon gesungen habe, ich habe noch viele andere Lieder auf Lager, aber ich habe jetzt heute nicht so viel Lust zu singen. Mir ist nicht nach Singen zumute, wo die Kastanien blühen. Soll ich sie etwa für euch wieder aus dem Feuer holen? Mir rutscht die Hose. Ich fühle mich trotzdem super wohl. Ich schwitze ein bisschen, das gibt Kühlung. Eine unglaubliche Hitze hier in diesem Affenstall. Helge Schneider. Wie hasse ich diesen Namen. Es ist schwer, Bohemian zu sein heutzutage. Gefallen euch die roten Plastiktischdeckchen? Wahrscheinlich billig zu bekommen. Na, setzt ihr euch gleich wieder in eure silbernen oder schwarzen Autos? Wegen dem Wiederverkaufswert? Ein schönes Lied spiele ich auf der alten Gitarre hier. Das ist eine schöne Gitarre. Die habe ich von Buddy Holly. Das Lied heißt: Dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen und wisch den Tisch ab. Baby, Baby, dein ewiges Nein muss nicht sein. Nimm schon den Lappen, ich hab ihn dir gekauft, er ist kariert, deine Lieblingsfarbe kariert. Ich habe
habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas beim Fernsehgucken. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir mit Liebe gekauft. Baby, 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 nein, muss nicht sein. Sag ja zum Leben, nimm den Lappen und wisch den Tisch ab. Ich kann es doch nicht, ich bin nur ein Mann, der nicht richtig putzen kann. Oh, 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 oh. Ich habe gestern noch deinen Kringel gemacht mit dem Bierglas auf dem schönen Mahagonitisch. Beim Fernsehgucken in der Nacht, ich seh doch gern die Sendung mit den vielen die Sendung mit den vielen Tieren, die von Heinz Sielmann moderiert wird. Ein toller Typ, ein guter Moderator, er liebt Tiere wie andere Spaghetti-Eis. Na 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 na. Er zeigt uns, wie die Tiere leben auf Galapagos. Die vielen, vielen Schilddrüsen, Schildkröten, die dort ihr Zuhause haben, neben den Waranen. Oder in Afrika Kamele und Dromedaren. Die Dromedaren haben nur einen Buckel. Kamele haben zwei. Zwei Buckel ist nicht mehr, denn in einem Dromedar-Buckel ist dafür etwas mehr Fettgehalt. Diese Tiere leben in der Wüste und müssen sich ihren Wasserhaushalt lange anspeisen. Sie tragen ihn auf dem Rücken, die Getränke auf dem Rücken, die Getränke auf dem Rücken, die tragen die Getränke auf dem Rücken. Das kann ich nicht. Oder aber auch die Schlangen, wie sie sich fortbewegen. Durch sogenannte Schlangenbewegungen. Aber auch die kleinen Tiere sind gerne gesehen in den Fernsehsendungen. Es dreht sich um Termiten und Ameisenhügel. Termiten, 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 ja, Termiten, Termiten. Ich hatte einmal Termiten im Bein. Das war nicht sehr gut. Sie hatten sich so wohl gefühlt und dort eine Burg gebaut. Und da hat es Knies eine Burg. Nein, nein, lass es nicht sein, dein ewiges Nein. Du lass mich aus, weil ich nur ein Mann bin und nicht richtig putzen kann. So wie du, Schatz. Schatz, 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 Schatz. Baby, Baby, dein ewiges Nein muss ich sein. Solo. Ich habe es mit 40 Grad gewaschen gestern mit Colortabs. Danach in ein Handtuch gerollt, damit es nicht in der Sonne bleibt. Schöne karierte Spülmantel, damit in der Sonne bleibt. Oh.
Beethoven. 249. Seite 249. Warte mal, muss ich eben hier noch was ändern. Ruhe. Der Teufel kommt. Der Teufel kommt. Hoffentlich kommt der Teufel nicht. 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 Hoffentlich kommt der Teufel nicht.
Hoffentlich kommt der Teufel mich nicht holen. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Aber bei uns spielt die Musik. Und zwar die beste. Die Höhepunkte vom Rock am Ring Festival in der langen Rocknacht. Jetzt im Rockpalast. Ach, wie romantisch waren die 70er. Und so freizügig die Zeit der Bumslieder. Guck mal, der Junge da hinten mit dem dunklen Haaren, der gefällt mir aber gut. Und mit der richtigen Musik wurden Träume wahr.